90 Minuten sagen, das Wichtigste sind die drei Punkte? Ja, sicherlich. Also Spiele muss man gewinnen. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Haben uns, denke ich, aber auch teilweise das Leben selber schwer gemacht. Aber ich denke, letztendlich verdient gewonnen und das ist das Wichtigste. Ihr habt euch unheimlich schwer getan gegen Nigeria. Entschuldigung. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so problematisch war? Kurz nach dem Spiel ist halt recht schwierig. Ich denke, wenn man gesehen hat, dass man schnell Fußball gespielt hat, den Ball flach gehalten hat, aggressiv war, dann haben wir das Spiel auch bestimmt. Aber ich denke, das haben wir über weite Strecken des Spiels schon ein bisschen vernachlässigt. Die waren ja schon sehr robust in den Zweikämpfen. Das wussten wir von vornherein. Und in der Zeit, wo wir halt ein bisschen geschwommen sind, beziehungsweise wo sie uns ein bisschen so den Schneid abgekauft haben, waren sie halt weitaus aggressiver als wir. Und das können wir uns nicht erlauben in dem Turnier. Und das wissen wir letztendlich, aber sind wie gesagt froh, dass wir gewonnen haben. Der Prinz hat unter anderem angemahnt, dass zu wenig miteinander gespielt wurde. Was glaubst du, ist jetzt wichtig für das letzte Aufeinandertreffen gegen Frankreich? Das muss sich da verbessern? Ja, ich denke, das gesamte Spiel. Wir müssen aggressiver werden. Wir müssen wieder an unsere Stärken glauben. Das ist das Fußballspielen, das beherrschen wir und das haben wir ja teilweise mal gezeigt. Und wir haben 6 Punkte, das ist für uns das Wichtigste jetzt erstmal. Aber ich denke, mit Frankreich kommt nochmal ein spielstarker Gegner, was uns natürlich vielleicht eher liegt. Und von daher werden wir auch da alles dran setzen, dass wir das gewinnen. Hast du Verständnis für Birgit Prinz, die hier sehr gefrustet nach ihrer Auswechslung auf dem Platz war und aber auch jetzt hier noch sehr enttäuscht war? Und dann als Kollegin Verständnis für, leidet man da ein bisschen mit? Ja, natürlich. Ist natürlich auch schwierig für sie. Sie weiß selber, dass sie gerade nicht so gut ins Spiel findet und so eine eigentlich gestandene Person gönnt man so Spiele eigentlich auch. Und gerade in ihrer Heimat hier in Frankfurt hätte vielleicht ein Tor sehr, sehr gut getan. Und von daher müssen wir da versuchen, alles daran zu setzen, dass sie wieder auf die Beine kommt. Denn letztendlich ist sie ja nun mal eine tolle Fußballerin. Aber